Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wäre eigentlich der Halloween-Wein da dran, aber ich habe mir gedacht, da ich kein Kleingeld-Video hochgeladen habe, machen wir das heute, holen wir das einfach nach. Ich habe es am Wochenende einfach nicht geschafft, denn ich war bei meiner Schwester und bei ihrem Schwager und bei den Kindern, also bei meinen Nichten und Neffen. Und habe die Zeit mit denen genossen und ja, ich war auch im Kino mit meinen Kollegen und habe die Zeit mit denen genossen. Und ja, es war ein sehr ereignisreiches Wochenende und deswegen hatte ich einfach keine Zeit. Und abends hatte ich dann auch keine Lust mehr. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann mache ich das jetzt alles auf einmal. Ich hoffe, das Video wird nicht allzu lang. Deswegen quatsche ich jetzt auch gar nicht. Aber ich begrüße alle, die meinen Kanal erst neulich abonniert haben. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ja, ich hoffe, euch gefallen die Videos. Und ich mache eine Ankündigung. Ich hoffe, es funktioniert alles so wie gewollt. Es wird wieder Budget-Videos geben. Also es wird nicht nur Sparspiele geben, sondern ich werde euch auch wieder so ein bisschen mitnehmen an meinen Ausgaben. Und ja, schauen wir mal. Es wird vielleicht nicht mehr ganz so umfangreich, so wie früher. Aber ja, so ein bisschen will ich euch wieder dran teilhaben lassen. Ich habe einfach wieder Lust und ich bin dann auch ein bisschen motivierter, alles aufzuschreiben. Denn ich muss zugeben, in den letzten Monaten habe ich das nicht ganz so, ja, motiviert gemacht. Also ich habe schon aufgeschrieben, was ich so ausgegeben habe, aber ja. Ich habe mal hier aufgerundet und da mal was vergessen und genau, und das möchte ich eigentlich nicht mehr. Und deswegen, ja, habe ich vor, euch da wieder so ein bisschen mitzunehmen. Kurz was trinken. Rate ich euch auch, holt euch schnell was zu trinken und dann legen wir los. Es wird auch die letzte Sparspielwoche im September sein, denn ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mit dem neuen Monat starte, wenn ich mein erstes Geld kriege. Das ist dann zwar noch nicht mein Gehalt, aber ja, vielleicht ist das für mich so ein bisschen übersichtlicher. Ich probiere es einfach mal und nehme euch dabei mit. Und deswegen ist das die letzte Sparspielrunde für diesen Monat. Viel Geld haben wir eh nicht mehr. Aber mal gucken, was wir noch so ein bisschen hinkriegen, ne? Also, wir sind bei World of Death. Da brauche ich mein Überlebenshandbuch. Ich mache das hier jetzt zuerst, weil das eigentlich das Video wäre, das jetzt heute angekommen, also gekommen wäre. Wer das nicht sehen will, der muss halt dann skippen. Also ich hoffe, der hat jetzt geskippt, weil, ja, Blut und so. Wobei, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Also bis jetzt kam noch nichts Schlimmes, finde ich. Aber das sieht ja jeder anders. So, ich habe meine Würfel gar nicht hier. Die müssen wir noch holen. Ich wusste, irgendwas fehlt hier. Irgendwas hat gefehlt. Jetzt weiß ich auch was. So. Und die Rubbelhilfe, die brauchen wir nachher auch. Okay, also. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das Video gar nicht hochgeladen, weil ich es komplett falsch gemacht habe. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich jetzt hier gespielt habe oder hier. Also es war etwas diffus. Wir sind auf jeden Fall immer noch in der Stadt, glaube ich. Ja, vielleicht sollte ich mir auch Kreuze machen. Aber bisher habe ich noch nicht gewechselt. Also ich bin auf jeden Fall in der Stadt. Und ich würde in diese Richtung gehen und mit dem Sechserwürfel würfeln. Und ich habe eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist super. Dann kommen wir auf den Gegenstand. Ja, warum soll ich da weggehen, wenn ich jetzt überall Gegenstände sammle? Also wenn ich da Gegenstände sammeln kann. Das habe ich mir nämlich zum Ziel gesetzt. Ich möchte alle Gegenstände hier gefunden haben und dann endet das Spiel für mich. Okay, und ich würde sagen, wir nehmen heute nochmal was Günstiges, aber irgendwas, was wir brauchen können. Also wir brauchen keine Munition, wenn wir keine Waffe haben.
Brauchen wir einen Kompass? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir nehmen heute die Streichhölzer. Ich nehme heute die Streichhölzer für 2 Euro. Und würfel nochmal. Vielleicht fällt mir gerade so ein, ich habe ja ein Spiel von Oma Bell Budgeting gekauft. Da ist so ein Kompass dabei. Also das zeigt an, der Würfel zeigt an, in welche Richtung wir gehen sollen. Vielleicht hole ich den einfach raus und nutze den hierfür. Das wäre eigentlich auch eine gute Idee. Ja, ich glaube, so mache ich es, wenn ich es nicht vergesse. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal da lang und habe eine 4. 1, 2, 3, 4. Dann spare ich nochmal 5 Euro und dann war es das für mich heute. Das war jetzt eine sehr kurze Runde, aber es ist einfach nicht mehr viel Geld da. Also 7 Euro kommen hier rein. Mein Stift habe ich auch nicht. Wie immer top vorbereitet heute. Oh Gott, welcher ist denn heute? Also heute ist der 19. 9.24 plus 7 und dann sind wir hier bei 40. So. Überlebenshandbuch kommt auch wieder rein. Und dann gucke ich mal, ob ich jetzt hier noch was freirubbeln kann oder ob das dann mein Budget übersteigt. Sehen wir jetzt gleich, ne? 1, 2, 3, 4, das sind 6. Dann entscheidet der Würfel über diese 5. Ist nicht dein Ernst. Das sind einfach 40 Euro drunter. Wie soll ich das denn sparen? Euro. Wer hat sich das denn ausgedacht? Gut, also 40 spare ich jetzt wirklich nicht. Also ich habe bisher tatsächlich immer die Summe rein, die auch drunter war, aber 40, ne. Ich spare 4 und 5 kommen rein, denn ich hole da den Euro raus. Der 19. war, oder? Deswegen schreibe ich keine Daten mehr auf, weil ich mir einfach nicht merken kann, welcher ist. 4, dann sind wir bei 65. Also 40 finde ich jetzt schon ein bisschen heftig. 2, 4, 6. Wir haben noch 6. Dann würde ich sagen, wir machen auch einfach eine 6. Oder? Ja. Völlig unspektakulär. Lege ich jetzt hier 6 Euro rein. Ich hätte auch die 6 nehmen können eigentlich. Hätte ich machen können. Hier mache ich wieder die 0. Ach, seit neuestem. Okay. So. Okay. Halt. Das Geld sollte noch rein. Okay, dann ist der hier schon fertig. Und dann kommen wir zu dem hier. Und leider ist da auch nicht mehr viel Geld da. Zwei, vier, fünf, sechs, 7 Euro haben wir noch.
Okay. Tja, dann werde ich wahrscheinlich auch nur einmal würfeln können. Meine 4. Also das wäre 1, das wäre 2, das wäre 3 und das hier wäre 4. Oh, ich weiß nicht, ob Rubbeln so gut ist. 9 Euro. 2, 4, 6, 7. Probieren wir unser Glück. 7, 6. Ich glaube, ich probiere hier. Ja, 7 Euro. Euro kommen rein. Wir haben eigentlich September Woche 3. Aber dann gibt es halt diesen Monat nur 3 Wochen. Und ja, nächste Woche tatsächlich fängt schon mein Oktober an. 25. Vier, sechs, sieben, hatte ich 7 Euro. Zwei, vier, sechs, sieben. Anscheinend. Ich weiß es schon nicht mehr. Ich war so konzentriert auf die Challenge. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe gerade. So. Na gut, da sitzen wir noch eine Weile dran. Hm? Dann könnten wir jetzt aber tatsächlich auch noch die Kleingeldbeiner machen. Ich guck mal, wie es mit dem Geld aussieht. Ja, ein bisschen was können wir schon machen. Also, falls ihr ein bisschen was sehen könnt, so sieht's aus. Schauen wir einfach mal. Also hier spare ich jetzt wahrscheinlich nur Mini-Cent-Beträge rein. Das hole ich auch gleich raus. Ah, wobei das mit dem Magnet vielleicht gar nicht so gut ist, wenn ich das gleich raushole. Weil wir können die Karte hier dazwischen legen. Naja, vielleicht hilft's. Okay, gut. Das hier muss auf die andere Seite. Das stört mich hier sonst. Das hier brauchen wir. Und ich würfel einfach mal. Ich glaube, ich würfel mit einem Vierer. Ich habe eine 2. Dann könnte ich hier auf den Kürbis. Oder auf, was ist das hier? Sahne. Macht alles noch viel cremiger. Also nehmen Sie mit, die Portion kostet 2 Euro. Sahne. Wie oft brauchen wir Sahne? Zweimal. Zweimal. Ja, dann nehmen wir doch Sahne und sparen 20 Cent. Sahne nehme ich mit. Noch hinlaufen und noch mal würfeln. Ich habe eine 1. Dann kommen wir hier auf diese. Was ist das? Das ist ein Kaffeebohnen, oder? Was wäre ein beliebtes herbstliches Heißgetränk ohne frischen Kaffee? Du kaufst die Portion Bohnen für 30 Cent. Bohnen, ja, die brauchen wir auch relativ oft. Milch. Brauchen wir nicht so oft. Was wäre denn das hier? Nur Blätter, keine Früchte. Hier gibt es nichts zu sammeln oder zu sparen. Okay. Ich nehme jetzt hier. Was war das? Ja. Genau, Kaffeeboden. Und nochmal 30 Cent. Also hier sind nochmal 20. Und nochmal ziehen.
Ja, wobei, das ist vielleicht nicht so gut. Wegen dem Magnet. Okay. Gut, das war's schon. Insgesamt spare ich jetzt 50 Cent. September, Woche 3. 50 Cent und dann sind wir bei 1,70 Euro. Sehr schön. Dann kommen wir zu der Thank You Challenge von Budget Magic. Da würfle ich mit einem 6er Würfel und habe eine 5. Das bedeutet, ich spare hier auch 50 Cent und kann das mit einfachen Filzstiften anmalen. Welche Farbe nehme ich denn? Orange wäre schön. Ich glaube, ich habe gar kein Orange. Ich habe Gelb und dieses Bräunliche. Ja, dann nehme ich halt das hier. Die ist auch schön herzlich, die Challenge. Kurz was trinken. Ich komme direkt von der Arbeit, deswegen habe ich mir einen Kaffee gemacht. Septemberwoche 3. 50 Cent sind dann 2,20 Euro. 1, 2, 20, ja. Ich konnte halt nicht so viel Kleingeld sammeln jetzt tatsächlich, weil, ja, mir ist tatsächlich das Geld ausgegangen. Ist halt so, ne? Manchmal. Es gibt solche Monate. Also der Monat war echt richtig. Ich habe Hut gefunden. Der Monat war echt schon richtig. Richtig hart diesmal. Es waren einfach unvorstellbar viele Kosten, die auf mich zugekommen sind. Und es hat nicht aufgehört. Es hat einfach nicht aufgehört. Und ja, aber meine Kinder brauchten ja auch trotzdem die Sachen, die sie eben brauchten für die Schule. Ja, dann brauchten sie okay, also ein paar Klamotten. Nicht viele, aber ja, sie brauchten halt einfach was. Und ich habe mir jetzt auch Socken gekauft, weil meine gehen gerade alle kaputt. Ja, es ist halt manchmal so. Ich kann es nicht ändern. Und immer, ich habe dann immer zu meinen Kindern gesagt, oh, ich weiß, das ist nicht gut. Das kam mir im Nachhinein. Eigentlich ist es total schlecht, dass ich das gesagt habe. Wir haben kein Geld. Wir haben jetzt kein Geld dafür. Und dann haben sie ihren Freunden erzählt, also die Freundin von meiner Tochter kam dann zu mir, hat gesagt, Yvonne, Leonie hat erzählt, ihr seid arm. Und dann habe ich gedacht, so, hä? Also arm sind wir nicht. Wir sind sogar sehr, also immer noch sehr reich, weil wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben genug Essen, wir haben Klamotten, wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben wirklich mehr als, also wir haben mehr, als wir eigentlich brauchen. Und ich musste dann so lachen, weil ich weiß nicht, was meine Tochter dann erzählt hat. Und im Nachhinein ist mir das dann gekommen, eigentlich ist es total schlecht, weil alles, was man sich sagt, manifestiert sich ja auch. Und wenn ich zu meinen Kindern sage, wir haben kein Geld, dann gehen die natürlich los und sagen, wir haben kein Geld. Das ist mir dann aber erst im Nachhinein, es war mir gar nicht so bewusst, dass ich das so gesagt habe. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, so ja, nicht so klug. Ja, aber was will ich machen? Ist halt so, ne? Ich habe dann natürlich aufgeklärt und habe gesagt, nee, wir sind ja nicht arm. Wir haben ja trotzdem noch Essen, wir können Kleidung kaufen. Ich muss halt sagen, je mehr Geld ich spare, desto geiziger werde ich. Also nicht geiziger, desto weniger Geld will ich ausgeben. Versteht ihr, wie ich meine? Ich hoffe, ihr versteht, was ich hier gerade sage. Also ich will halt einfach das Geld, das ich habe, nicht ausgeben.
Also meins zum Beispiel. Das von den Kindern ist mir ja klar. Das ist einfach für die Kinder. Aber so, ich überlege halt dreimal, ob ich die Sache jetzt kaufe oder nicht. Ja. Keine Ahnung, ob es da noch mal jemandem so geht. Oder ob nur ich da rumspinne. Oder ob es vielleicht allen Mädels so geht, tatsächlich. Man will das Geld halt einfach nicht ausgeben. Weil man hat es gespart und man hat das Geld. Ich weiß nicht. Ja, naja, gut. Also, Himaris Weg. 2. Ich komme auf die Katze und darf mir ein Feld aussuchen, ne? Dann gehe ich doch auf die Karten und suche mir. Na? Was anderes als die Teezeremonie raus. Also, ich will jetzt auf das Feld. Was ist denn das hier? Also, entweder will ich Fächer. Nein, nein, will ich nicht. Ich will hier Katana. Ich will die Schwerter haben. Ich will, dass Himari ihren Weg geht und nicht, dass sie heiraten muss. Weil sie es nicht will. So, also, ich habe hier wieder 2, 4, ich habe 5 Karten. 1, 2, 3, 4. Ja! Wir haben tatsächlich die Katana-Schwerter bekommen. Und wir müssen dann tatsächlich nichts sparen, ne? Ach so, gespart wird heute gar nicht. Ach so. Ach so, das finde ich aber blöd. Das will ich nicht. Egal, wir nehmen das Spiel nochmal mit in den nächsten Monat. Weil das auch einfach ein richtig cooles Spiel ist. Das ist ein. Oh, lasst mich nicht lügen. Doch, das habe ich selber ausgedruckt. Das ist ein Patreon-Spiel von Susan. Ja. Ein richtig schönes Spiel. Gefällt mir richtig gut. Besonders mit den Karten. Tolle Idee. Habe ich da gesagt, von wem es ist? Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Es tut mir voll leid. Ich glaube, ich habe bei dem Shop nur ein oder zweimal bestellt. Aber ich bestelle ja gerade eh nichts. Also ich bestelle. Doch, stimmt gar nicht. Ich habe was bestellt. Und zwar in meinem Horrormonat, bevor so viele Kosten auf mich zukamen, habe ich einen Adventskalender bestellt. Und ich bereue es also tatsächlich gar nicht. Also ich freue mich tatsächlich richtig auf den Adventskalender. Ich habe den von Trio Design bestellt. Und wären nicht so viele Kosten auf mich zugekommen, dann hätte ich wahrscheinlich den von Susan auch noch bestellt. Aber nee, man muss auch irgendwann mal sagen, okay, es geht jetzt im Moment nicht. Meine Kinder brauchen jetzt einfach Winterschuhe und sie brauchen Klamotten, Sachen für die Schule und deswegen ist es halt jetzt einfach mal so, wie es ist. Und ich habe halt viel Geld auch für die Wohnung ausgegeben und für mein Auto und ja. Also ich glaube, ich darf gar nicht sagen, wie viel Geld ich ausgegeben habe diesen Monat. Also ich weiß es nicht ganz genau. Aber es geht bestimmt an die 3000 Euro oder so. So, und wenn ich 3000 Euro in einem Monat ausgeben kann, dann bin ich definitiv nicht arm. Oder? Also, circa 3000. Also, 2.000 bis 3000 Euro habe ich auf jeden Fall ausgegeben. Ja. Gewollt und ungewollt. So, die vorhergesagte Würfelfarbe zählt doppelt. Okay, ich brauche erstmal die Würfel. Die Schatztruhe. Und hier haben wir die Würfel. Ups, was fällt hier raus? Ah. Ah, das will ich nicht mehr spielen. Money Polly. Money Polly. Money Polly? Ich weiß es nicht. Das heißt ja eigentlich auch Monopoly. Nicht so blöd, wie ich es gerade gesagt habe. Monopoly. Money Polly?
Money, Poli. Okay, also viermal von diesen orangenen Kreisen. Ich habe einmal. Ich habe einmal. Ich habe zweimal. Okay. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich will das echt wieder in meiner Routine drin haben. Ich muss mir echt überlegen. Hä, was mache ich denn? Ich wollte doch gucken, wie viel. 25 Cent, also 50 Cent, weil mir zwei fehlen. Machen wir das weg, bevor es fest ist. 50 Cent. Und was haben wir hier noch für Spiele? Azrael kommt noch. Ja, Azrael. Für Azrael brauche ich noch Geld. Wartet mal. Ich lege mal das Geld jetzt, glaube ich, hier hin einfach. Weil dann sehe ich noch, was ich habe. Also 50 Cent kommen hier rein. Ja, ich glaube, dann belasse ich es auch dabei. Schade. Das Spiel liebe ich. Ah, da haben wir in der Septemberwoche 2 auch nicht gespielt. Weil immer das Geld fehlt. Jetzt fehlt mir sogar das Kleingeld. Das ist schon echt traurig. So, aber 1,30 € stimmt. Ich weiß gar nicht, warum der Tracker andersrum drin war. Warum war der denn andersrum drin? Ach, weil die Karten hier noch drin sind, oder? Ja. Aber die können wir auch nach hinten legen oder einfach hier rein. Ist ja eigentlich relativ egal, wo die Karten sind, oder? Ich habe Probleme. Hier Luxusprobleme. Ich muss mir das echt abgewöhnen, dass ich sage, wir haben kein Geld, weil das ist ja echt nicht so. Ich muss dann sagen, nee, kaufen wir jetzt nicht, weil ich das jetzt nicht möchte oder so. So, wir sparen 10 Cent. Wo sind denn die? Wir gehen langsam die. Was nehme ich denn jetzt? Lila. Diese hier aus. So, dann nehmen wir noch einmal mit. Eigentlich können wir zweimal mitnehmen. Wir sparen hier und hier auch noch. Ich wollte jetzt gerade durchstreichen. Also das hier sparen wir noch. Da ist der Kleber wieder nicht abgegangen. Und das hier sparen wir noch. Ach, spare ich hier einen Euro? Nee, oder? Spare ich hier einen Euro rein, wenn ich. Nee. Nee. Oder? Weil hier 1 Euro steht. Aber hier habe ich auch 50 Cent und da stehen ja 5, glaube ich. Ach, wird schon stimmen. Ich spare jetzt einfach hier 1,10 € rein. Wo ist denn jetzt mein Stift? Jetzt habe ich ihn vergraben. September, Woche 3. Achso, was ich sagen wollte, weil ich rede mir das ja dann auch selber ein. Also unterbewusst. Ich weiß ja, dass wir Geld haben, aber ich rede mir wahrscheinlich unterbewusst auch ein. Wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Aber eigentlich müsste ich sagen, wir haben ja Geld, wir haben ja Geld, wir haben ja Geld. Ich will es nur nicht ausgeben. Und es versteht mich nicht falsch. Es ist jetzt nicht so, dass meine Kinder jetzt gar nichts mehr kriegen. Also, das ist definitiv nicht so. Sie haben mehr als genug und sie kriegen auch mehr als genug. Jetzt habe ich hier 1,10 € hingeschrieben vor lauter Babbel. Also, wir haben uns letztens erst wieder ein Switch-Spiel gekauft.
Das habe ich gekauft, weil wir da alle drei spielen können und weil uns das alle drei Spaß macht. Und deswegen habe ich das gekauft. Und da habe ich ja auch Geld ausgegeben. Im Übrigen auch letzten Monat. Im Horrormonat. Also ihr seht, ich habe auch Geld ausgegeben, obwohl wir so hohe Kosten hatten. So, tut mir leid, das will ich hier nicht mehr spielen. Das fliegt auch raus. Ich mag nicht mehr. Wir spielen das hier. Da sind wir bei der 4. Und da brauche ich die Würfel. Halt. Da brauche ich nur einen Würfel und der ist hier drin. Und dann können wir eigentlich das Geld auch rausholen überall. Eine 3. 1, 2, 3. Dann sparen wir 30 Cent. Ich würde jetzt einfach mal alles wegsparen hier, was noch so kreucht und fleucht. 50 Cent habe ich jetzt nicht mehr, dann spare ich 5 Cent. Ah doch, 20, 50. Wisst ihr was? Ich mache es anders. Ich spare hier 3 Cent. Und wenn ich auf so einen Apfel komme, dann spare ich nicht 50 Cent, weil ich habe das nicht mehr. Aber jetzt spare ich halt mal 50 Cent. So, dann habe ich eine 4. 1, 2, 3, 4. Dann komme ich auf 1. Ich mache mal hier das Kreuz weg. Dann spare ich 1 Cent. Dann habe ich ein 1, dann komme ich auf den Zwerg, da darf ich eine Karte ziehen, gell? Ja. Karten sind hier drin. Dann mische ich die wieder. Bevor das Spiel rausfliegt, möchte ich die Karten mal alle nacheinander einmal ziehen. Also ich werde dann immer die rausholen, also rauslegen, die ich schon gezogen habe, weil ich würde gern wissen, was in den einzelnen Karten drin steht, dran steht, drauf steht. So, der krummelige Brummbär hat mal wieder schlechte Laune. Mit deinem guten Herz und einer Tasse Tee hilfst du ihm über die Krise hinweg. Spare 7 Cent. Also ich spare jetzt 7 Cent. Lassen wir die nochmal husten. 5, 7. Okay. Ich hatte einen Würfel. Ich hatte einen Apfel, ne? So, und dann sind wir hier beim letzten Apfel tatsächlich. Und wenn wir den haben, 2, 3, 4, dann müssen wir tatsächlich nur noch auf dieses Feld kommen und dann können wir hier, ich lege 5 Cent hin und einen zurück. Dann können wir tatsächlich mal weiter, denn dann wurden wir vergiftet. So, ich habe eine 4. 1, 2, 3, 4 und ich komme schon wieder auf den Zwerg. Der Krummlige hatten wir gerade. Jetzt ist halt die Frage, soll ich mischen? Oder soll ich einfach die hier nehmen? Gute Gespräche. Mit Chef lässt sich herrlich reden. Ihr philosophiert stundenlang über die wichtigen Fragen des Lebens. Würfel und nimm die Augenzahl mal 2. Das ist der letzte Apfel. 20, 30, 40, 50. Machen wir es tatsächlich so. Und dann haben wir den letzten Würfel. Und dann sind wir hier auf dem Apfel. Okay. Und jetzt spare ich aber immer noch Würfel und nehme die Augenzahl mal 2. Das wären dann 4 Cent. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir eine 4 würfeln. Nee, es ist nur eine 3. 1, 2, 3. Dann sparen wir nochmal 3 Cent. Sollen wir es jetzt noch einmal riskieren? Einmal geht, glaube ich, noch. Nee, Apfel brauchen wir nicht mehr. 4. Gut, haben wir nicht geschafft. 1, 2, 3, 4. Dann sparen wir 2 Cent. Und wir sind beim nächsten Mal hier. Und wir gehen in diese Richtung. Gut. Dann sind 6 Cent tatsächlich übrig. Beim nächsten Mal misch ich dann wieder. Ich wische nicht, ich mische. Ich wollte gerade sagen, ist hier kein Geld drin, aber das ist ja hier in diesem Säckchen. Das hole ich jetzt aber auch raus. So, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 1 Euro, 1,10 €, 4, 6, 8, 1,20 €.
1,22 €, 1,24 € spare ich jetzt hier rein. 1,24 €. Dann sind wir hier bei 3,54 €. Wenn wir richtig gerechnet haben und immer das Geld reingelegt haben. Und wenn wir auch die richtige Anzahl vom Geld reingelegt haben. Dann überlege ich nämlich, ob ich das Geld auf die Bank bringe. Genau, okay, gut. Ihr Lieben, das war's mit dem Spiel. Leider schon wieder vorbei. Ich würde sagen, ich drehe im Anschluss gleich das Cash Unstuffing. Ich hole jetzt aus allen Beinen dann das Geld raus. Also da, wo ich es rausholen kann. Und dann gucke ich, ob ich Challenge wechsle. Aber dieses Video ist erstmal vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video gesehen habt. Macht's gut, bleibt gesund und haltet euch warm. Wobei jetzt bei uns soll es jetzt wieder wärmer werden. Ich bin gespannt. Ciao.